Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Interview mit Christoph Niederwieser. Ein Jahr Luftepoche, das Update, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Dr. Christoph Niederwieser, Wirtschaftswissenschaftler, Astrologe und Zukunftsforscher und viele von euch kennen ihn bereits gut. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Hallo Antonia, schön, dass es wieder geklappt hat. Ja, ich freue mich auch sehr, denn ich weiß ja, dass du sehr, sehr eingespannt bist mit deinen Forschungen. Ja, unser letztes Video, Aufbruch in die Luftepoche, das liegt jetzt schon fast ein knappes Jahr zurück. Und in diesem Video wollen wir uns jetzt mal angucken, wie sich die Luftepoche bisher entwickelt hat, wo die Chancen liegen, aber auch wo die Herausforderungen liegen. Wir schauen auch ein bisschen auf die Bundestagswahl, die jetzt gerade gelaufen ist. Das ist ja sehr spannend. Aber vorher haben wir noch ein paar Neuigkeiten, nämlich Astrologie lernen mit Antonia und Christoph. Ja, das war eine klasse Idee, was wir uns da zusammengefunden haben. Ich unterrichte ja schon seit mittlerweile 7 Jahren fast ausschließlich online Astrologie für Einsteiger, für Fortgeschrittene, was ja immer im Februar beginnt und dann auch noch die Spezialseminare Wirtschaftsastrologie, Gruppenhoroskop. Und es ist mir immer ganz wichtig, das Feedback der Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Es gibt immer einen Fragebogen danach und einer der häufigsten Wünsche, was die Menschen sich noch wünschen würden, das war eine große Vertiefung im Bereich Aspekte, insbesondere Transite, auch natürlich im Bereich der Partnerschaftsastrologie. Und da finde ich es richtig toll, Antonia, dass du diese beiden Themen ab sofort abdecken wirst und da Seminare entsprechend entwickelt hast, die sehr, sehr gut eben mit dem, wie ich es lehre, zusammenpassen. Ja, das freut mich auch sehr, Christoph. Für mich ist das eine große Ehre, denn in meinen Augen bist du ein super, super, super Astrologe, einer der weltweit Besten und ich kenne einige. Und ich freue mich sehr auch, und dass wir da so ein lockeres Joint Venture gefunden haben, so ganz im neuen Stil der Luftepoche. Dafür brauchen wir keinen Vertrag, da brauchen wir keine komplizierten Regeln. Da sprechen wir uns ab und dann machen wir es einfach. Das ist großartig. Ja, so wir haben uns schon, wir haben schon inhaltlich auch gesprochen, ne? Was wollen die Schüler, welche Themen, also das machen wir schon, aber das ist ja auch eine Inspiration. Genau, ja, wir haben es ja wirklich schön geschafft, dass es bei dir unmittelbar da weitergeht, wo es bei mir im Grunde abschließt. Ja, und ich denke, dass es auch für die Teilnehmer eine wunderbare Sache ist, auch natürlich so ein bisschen zwei verschiedene Charaktere, Sichtweisen zu sehen, weil natürlich Astrologie auch immer geht es darum, sich reinzuversetzen in verschiedene Individuen. Ja, und das lernt man natürlich auch am besten, wenn man nicht nur bei einem lernt, sondern ja, bei zwei, die sich halt, die sehr harmonisch miteinander sind. Ja, das ist schön. Also die Meisterklasse, meine Meisterklasse geht ja jetzt los am 14. Oktober. Du unterrichtest parallel auch Wirtschaftsastrologie. Das ist ja auch ein ganz, wieder ein anderer Bereich. Und dann wollen wir uns fürs nächste Jahr auch so ein bisschen absprechen, dass unsere Webinare zeitlich gut zusammenpassen. Und ja, da ist dann auch eben von mir ein Kurs über Partnerschaftsastrologie geplant und dann auch wieder eine neue Meisterklasse mit Aspekten und Transiten. Vielleicht gehe ich sogar noch mal extra in die Transite. Das kommt jetzt auch darauf an, wie das anläuft. Das ist ja jetzt auch neu, ist die erste Meisterklasse. Und da werde ich dann eben auch sehen, wie weit ich mit dem Stoff komme und wie wir das dann auch in Zukunft aufteilen werden. Ja, also da denke ich, das wird eine ganz tolle Sache für alle Beteiligten. Und für die, die es interessiert, im Oktober geht beides los, eben von Antonia, von dir, die Meisterklasse für Aspekte und bei mir die Wirtschaftsastrologie. Wie finden wir die astrologischen Archetypen im Alltag in Form von Produkten, Branchen, ja, Führungsstilen und so weiter wieder? Beides super spannend und mehr Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich setze euch die Links rein zu beiden Webinaren. Ja, schön, Christoph. Also das freut mich sehr. Und dann haben wir dieses Thema jetzt, war ja jetzt auch sehr wichtig. Und jetzt schauen wir in die Luftepoche. Und du bist ja, in meinen Augen bist du sozusagen der Papst der Luftepoche. Also du bist der Erste, der dieses Thema in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, kann man ja wirklich sagen. Und deswegen jetzt meine Frage, wie zufrieden bist du denn bis jetzt mit der Luftepoche? Ja, ich finde es einfach total spannend. Wir hatten ja auch die Videos, die wir gemeinsam gedreht hatten. Das war ja alles, bevor eigentlich das jetzt rechnerisch begonnen hatte, die Luftepoche, da am 20. 21. 12. 2020.
Und ja, es hat natürlich seit der in dem Jahr in vielen Bereichen derart offensichtlich, wie die Entwicklungen jetzt einfach eine neue Richtung nehmen. Das wollen wir heute gemeinsam besprechen, wie wir das jetzt schon wirklich sehen können. Und natürlich, die ersten Jahre sind ja die Sturm- und Drangzeit der Luftepoche. Da ist vieles noch sehr ungestüm und wild. Und ja, also dass einiges noch auf eine recht rüde Art und Weise zusammenbricht, ja. Und da denke ich, dass wir jetzt schon mal eine erste Bestandsaufnahme sehr, sehr gut machen können. Ja, wie zufrieden ist man persönlich damit? Ich probiere immer, das nicht zu werten. Jede Epoche hat ihre schönen Seiten, aber auch ihre Schattenseiten. Da werden wir heute drauf eingehen. Und ja, aber es ist natürlich schon dann als Astrologe immer schön zu sehen, wenn man Dinge 5, 6 Jahre davor schon beschreibt, wie genau das dann halt da wirklich in der Realität plötzlich im Außen daherkommt. Nenn mal ein Beispiel. Naja, also das aktuelle Beispiel, die Bundestagswahl, ja, das war ja auch in vielen Bereichen typischerweise für Luftepoche eine ganz neue Erfahrung. Ja. Also früher waren wir ja gewohnt, die Erdepoche ist immer so eine Zeit der Dualität, ja, wo es immer zwei gibt, die sozusagen gegeneinander streiten und einer setzt sich durch. Und in der Luftepoche, insbesondere der Wassermann, ja, wo es ja losgeht mit der Luftepoche, das ist immer die Aufhebung dieser Dualität und dieser Polaritäten. Und jetzt hatten wir zum ersten Mal bei der deutschen Wahl eben nicht mehr Kanzlerduelle, sondern plötzlich hat man ein Triell, ja, also für die meisten Menschen ein ganz neues Wort im deutschen Sprachgebrauch, ja, also wo einfach ja wirklich auf der sehr konkreten Ebene die Dualität aufgehoben wurde und plötzlich drei da im Rampenlicht stehen, gleich wie jetzt die wahrscheinlichen Regierungsszenarien. Ja, also es schaut echt danach aus, es wird zum ersten Mal eine Dreierkonstellation von drei relativ ähnlich gewichteten Parteien dann Deutschland regieren. Ja, und das ist halt auch ganz typisch für die Luftepoche, weil die Luftepoche heißt ja, ganz viele verschiedenste Denkanschauungen und Einstellungen und Richtungen irgendwie miteinander zu vereinen. Ja? Mhm. Plötzlich müssen totale Gegensätze miteinander am Tisch sitzen, um ein gemeinsames Drittes zu finden. Ja, und klar, das ist nur eine Übungsphase, Sturm- und Drangzeit der Luftepoche. Da wird manches vielleicht noch nicht so glatt laufen, wie wenn das dann nach ein paar Jahren eingespielt ist. Aber das heißt dann auch, es sind mit zwei Parteien, wo jeder probiert, möglichst viel von seinem durchzukriegen und am Schluss ist ein fauler Kompromiss, sondern idealerweise findet man zu einer Synthese, ja, dass man beispielsweise sagt, FDP, die tragen sozusagen die Wirtschaftskompetenz bei, die Grünen die Umweltkompetenz, aber das gemeinsame Ziel ist es, die 1,5 Grad im Bereich der Klimapolitik zu erreichen, ja, das heißt, es ist nicht so, dass jeder abgespalten sein Ding macht und irgendwie läuft es mehr oder weniger gar nicht so zusammen, sondern es entsteht was Gemeinsames Drittes. Ja. Und da hat man schon sehr, sehr schön sehen können, wie die Luftepoche jetzt plötzlich auch im politischen Zirkus Einzug hält. Gleich natürlich auch die drei Kanzlerkandidaten. Es war ja jeder von den dreien war mal ganz vorne und ganz hinten in kürzester Zeit. Ja. Auch typisch für diese Beweglichkeit, für diese Schnelligkeit, für die Volatilität der Luftepoche. Ja, also da ist nichts mehr in Stein gemeißelt. Da kann sich ja keiner mehr auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen. Da kann sich ja keiner auf irgendwelchen Umfragewerten ausruhen, weil es kann wirklich wöchentlich extrem nach oben und nach unten ausschlagen. Ja. Alle drei Kandidaten waren eine Zeit lang hoffnungslos abgeschrieben und eine Zeit lang als absolute Favoriten gehandhabt und das eigentlich nur innerhalb von 3 bis 4 Monaten. Auch typisch für die Luftepoche ist, dass dann schon Kleinigkeiten Erdrutsche auslösen können. Ja? Mhm. Also zum Beispiel Armin Laschet, ja, auch wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, schenkt er uns ein Lächeln. Ja, da reicht schon so eine Kleinigkeit, um de facto dann plötzlich sich aus dem Rennen zu buxieren. Ja? Auf der anderen Seite ja oft dann große Brocken, die gar nicht so wahrgenommen werden. Also Stichwort Olaf Scholz, Cum-Ex-Skandal, Milliardenschaden. Jeder, der ein bisschen sich auskennt im Bereich Banken, Finanz, weiß, dass das eigentlich eine ganz wilde Sache war, aber viel zu kompliziert für die Allgemeinheit, ja, weil da einfach das Fachwissen fehlt und de facto gar keine Rolle spielt. Also das ist Luftepoche. Kleinigkeiten können große Wirkungen haben und große Brocken können unsichtbar bleiben. Das ist jetzt alles typisch Luftepoche.
Ich weiß noch, wir haben gestern im Vorgespräch schon geplaudert und habe ich gesagt, was wird denn deiner Meinung nach dann jetzt die Koalition? Und da hast du gesagt, also das muss man sich bis zum letzten Moment offen halten. Da kann sich jetzt in der Luftepoche plötzlich noch was ändern. Das ist im Moment schwer vorherzusagen. Ja, genau. Klar ist momentan ist wahrscheinlich das Szenario eine Dreierkoalition, Ja. ja, und Ja, aber welche drei eben? höchstwahrscheinlich mit SPD. Aber also in der Luftepoche, gerade jetzt, wo es so ungestimmt losgeht, da muss man wirklich bis zur letzten Sekunde mit Überraschungen rechnen. Das zeichnet diese Zeit halt aus, ja. Ja, spannend. Ja, genau. Und das ist dann auch interessant, wenn jetzt später Leute sich das Video auch noch aus dem Rückblick anschauen und dann aber das Ergebnis schon kennen, ne? Das dann eben auch damit zu vergleichen. Genau, richtig, ja. Ja, also wir können ja dann jetzt gleich, wenn wir auch von den Herausforderungen sprechen, der Luftepoche, mit welchen Herausforderungen hat denn dann jetzt zum Beispiel die neue Bundesregierung zu kämpfen? Ich wage anzumerken, dass ich ja schon interessant finde, dass der Olaf Scholz eben Zwillinge ist. Genau. Und von daher als Luftzeichen jetzt natürlich in die Zeitqualität auch gut reinpasst. Weshalb ich denke, dass es nun schon sehr wahrscheinlich ist, dass er dann der Kanzler wird auch. Ja, interessanterweise haben ja er und Aber Annalena Baerbock Söder haben ist die ja auch, der Sonne ist ja genau, Wassermann. ja, haben wir die Passt Sonne auch. genau gegenüber, auf 180 Grad gegenüber, ja, um die 21 Grad Zwillinge Olaf Scholz die Sonne und dir gegenüber auf 21 Grad Schütze die Annalena Baerbock, Ja. ja, Sonne-Neptun-Konjunktion. Oh. Ja, und der Armin Laschet, der ist ein Wassermann. Also man sieht schon, es kommen ganz andere Charaktere plötzlich zum Zug, wie halt in der Erdepoche noch, wo das halt vor allem dann hingerichtete Zeichen waren. Ja, In was der hättest du Erdepoche da hatten wir vor gedacht? allem Steinböcke, Ja, also genau. Adenauer und Schmidt zum Beispiel und Widder, Helmut Kohl, Widder oder Krebs, Kardinalzeichen, Angela Merkel. Also wir hatten in Deutschland immer viele Kardinalzeichen, Ja, aber genau. wir hatten keinen Kanzler aus dem Luftzeichen dabei. Ja, eben, das wäre jetzt Oder nicht täusche ich mich? Nee, ne? so, Hatten wir nicht. also hat man noch nicht dabei, ja. Ja. Und also was auch vielleicht dann noch ganz, ganz wichtig ist anzumerken, also wir hatten das ja bei den letzten Videos schon besprochen, ich habe das seit 2015 auch schon in vielen Fachartikeln, auch im Zukunftsdossier zum Beispiel kann man das nachlesen, gesagt, von 2016 bis 2020 gibt es einen enormen Rechtsruck, den Ja. wir dann ja tatsächlich hatten. Und 2020 kippt das Ganze und dann haben wir ab 2021 bis 2025 sukzessive einen Linksruck. Ja. Und auch das ist jetzt eigentlich schon gesetzt. Ja. Wir sehen, SPD und Grüne haben 11% zusammen dazu gewonnen. Also ortest du die Grünen links ein? Ja, also Ja. das, wenn man jetzt nach dem alten Spektrum, also man hat es ja jetzt in der politischen Berichterstattung auch gesehen, das wird immer noch so eingeteilt, ja, selbst bei der Sitzordnung von den Diskussionen. Und ja, die haben über 11% dazugewonnen, obwohl die SPD eigentlich bis vor 3 Monaten noch komplett abgeschrieben war. Ja. Und aber was natürlich auch so ein bisschen Hoffnung gibt, weil es befürchten ja viele, jetzt, ich habe das ja auch damals benannt, Technologie der Neokommunismus, befürchten Moment, viele Technik wieder. Neokommunismus, das war damals, wie es halt mir 2015 so probiert habe zu bebildern. Aber man sieht natürlich, die Linke, die haben deutlich verloren, weil die Menschen, die wollen zwar jetzt eine viel, viel stärkere Gemeinwohlorientierung. Ja. Gerade nach Corona, da wird auch sehr stark die Verteilungsfrage gestellt werden. Ja. Wer soll sich in welcher Form man den Kosten beteiligen und was ist das sozial gerecht? Ja. Und das heißt, das ist eine ganz neue Form eigentlich von Linksruck. Ja, da steht wirklich das Gemeinwohl im Vordergrund, da steht die Verantwortung des Kapitals im Vordergrund. Aber wir haben ganz deutlich gesehen bei der Wahl diesen Uraltkommunismus, ja, den wir aus der Erdepoche noch kennen, wie ihn eben die Linken ein Stück weit repräsentieren, den wollen die Menschen eben nicht. Ja, also da kann man dann schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung dieser Linksruck auch gehen wird. Ja, das bringt mich dann gleich dazu, zu einem Themenkomplex, den wir auch sowieso ansprechen wollten. Stichwort China. Denn in China ist ja eben teilweise oder zum großen Teil noch dieser alte unterdrückende Kommunismus am Werk, obwohl auf der anderen Seite zum Beispiel in Richtung Klima da sehr, sehr große Fortschritte auch gemacht wurden. Und China gilt ja nun als die neue Weltmacht Nummer eins. Wie siehst du das denn dann in der Luftepoche? Wird auch China davon betroffen sein, dass der Kommunismus sich verändern muss? Ja, das ist ja gut, dass du das jetzt ansprichst, weil gerade dieses Wort Ungetüm, was sich da damals entwickelt hatte, Technologie der Neokommunismus, bei China passt es ja eins zu eins mittlerweile. Ja, also die sind extrem digitalisiert, die sind extrem weit vorne, was Informationstechnologie anlangt.
aber nutzen es halt immer noch dann auch für eine lückenlose Überwachung, ja, Social Scoring System und so weiter. Es ist aber eine neue Form des Kommunismus insofern, also nicht mehr das, wie wir es aus der Sowjetunion noch gekannt haben. Und China hat ja starke Luftbetonung im Horoskop. Ja. Ist ein klassisches Waageland, die Sonne in der Waage, auch noch mehrere andere Planeten. Und hat Xi Jinping ist Zwillinge. Genau, ja, der ist Zwillinge, auch ganz typisch. Und China hat einen Aszendenten vom Gründungshoroskop von ganz Anfang Wassermann, also genau da, wo wir die Jupiter-Saturn-Konjunktion hatten. Ja. Und von dem her sieht man schon, also auch wenn wir aus unserer abendländischen Brille das ganz schlimm finden, was da vorgeht, aber die haben natürlich jetzt einen richtigen Durchmarsch in den ersten Jahrzehnten, zumindest in den ersten 2-3 Jahrzehnten der Luftepoche. Das wird dann auch um 2050, in den 2040er Jahren wird es dann kippen. Aber da sieht man auch schon, das ist, wie wir uns Luft jetzt nicht wünschen, aber wie es halt trotzdem sich verwirklichen kann. Ja, also das ist so ganz, ganz spannend bei China. Und natürlich eine riesen Herausforderung für Europa. Was sie die wenigsten hier wissen, ist, aus deren Sicht ist es ja gar nicht irgendwie totalitär oder eine Diktatur. China, die fernöstliche Lebensphilosophie, kommt ja stark aus dem Taoismus. Und da ist jedes Gleichgewicht immer ein Werden und Vergehen, ja. Und Schicksal, das im Grunde der Kaiser von China, der war der Repräsentant der himmlischen Ordnung auf Erden. Das heißt, der musste hier für Harmonie sorgen und deshalb durfte der nicht nur alles über die Untertanen wissen, der musste sogar, ja, das war seine heilige Pflicht, um möglichst weise Entscheidungen zu treffen. Insofern war China immer viel kollektivistischer ausgerichtet als jetzt wir hier in Europa. Und aus deren Sicht ist es einfach sozusagen, sich dem Ideal immer mehr anzunähern, einen perfekten Ausgleich, eine Harmonie zwischen den Menschen zu schaffen. Da zählt eher unsere europäische Sichtweise, dass jeder sein Individuum verwirklichen kann. Das zählt dort als sehr egoistisch und kindlich. Ja. Und wir in unserer abendländischen Philosophie, Oswald Spengler hat immer gesagt, das ist so das Faustsche Prinzip der Horizonteroberung. Ja, das ist auch noch ein bisschen geprägt aus der christlichen Mystik. Ja, es gibt einen Anfang der Welt und ein Ende der Welt und die Zeit dazwischen muss man möglichst effektiv nutzen und möglichst direkt zum Ziel kommen. Also das basiert auf einem fundamental verschiedenen Weltbild. Ja, ja, aber wenn du jetzt sagst, dass die Luftepoche schon diese Richtung mit sich bringt, sehe ich jetzt schon wieder unsere Zuschauer Angst mit angstgeweiteten Augen hier sitzen und denken, oh Gott, was ist, wenn bei uns Verhältnisse wie in China kommen? Das wollen wir aber nicht. Wie siehst du das denn? Ja, so wird jede kulturelle Prägung ihren eigenen Zugang zum Luftelement haben. Ja? Mhm. Und für uns als Europa ist natürlich die große Herausforderung der nächsten 20 Jahre, nicht aufgerieben zu werden zwischen diesem technoiden Neokommunismus aus China und auf der anderen Seite dem Überwachungskapitalismus aus den USA, ja? Sondern uns wirklich unsere Werte von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, die für Europa da einen dritten eigenständigen Weg zu finden, der eben nicht zum Beispiel mit einem total veralteten Sicht auf Datenschutz und so weiter arbeitet, ja, aber auch nicht irgendwie neoliberal alles zulässt. Das wird jetzt die ganz, ganz große Herausforderung der Politik. Junge, Junge, also da würde ich mir ja wirklich wünschen, dass unsere Politiker dich mal um Rat bitten würden und damit dir über diese Sachen sprechen. Aber ich bin ja schon froh, dass du als Wirtschaftswissenschaftler zumindest Zugang zu Leuten hast, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Astrologie-Fans sind, die aber eben durch jemanden wie dich solche Erkenntnisse auch vermittelt bekommen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Leider fehlt da ja immer noch völlig. Und das würde ich mir wünschen von der Luftepoche, dass da vielleicht mehr eine Annäherung stattfindet zwischen, sagen wir eben jetzt, den metaphysischen Wissenschaften, ne, wie Astrologie und den physikphysischen Wissenschaften wie Astrologie. Wie siehst du das denn? Im Moment ist ja so ein totaler, prallen ja die Welten total aufeinander. Ne? Wir haben einmal die Wissenschaftler, die sagen, alles andere ist Quatsch, Homöopathie müssen wir abschaffen, das geht so nicht. Und dann haben wir eben dem gegenüber alle, die an verschiedene andere Dinge glauben, sage ich jetzt mal ganz neutral. Ja, das ist ja. Gehört das zu der Sturm- und Drangzeit der Luftepoche, dass die da jetzt sich so behaken zurzeit? Oder ist es das Uranus
Saturn-Quadrat. Ja, das ist ganz ein wunderbares Beispiel, auch für diesen Epochenwechsel. Ja. Weil es sind eigentlich nur noch so ein paar alte aus dem akademischen Kontext, ein paar alte Professoren und Wissenschaftler, die halt noch ganz stark von der Erdepoche geprägt sind, die noch glauben, es gibt ein richtig und ein falsch, es gibt eine objektive Wahrheit, die jeder erkennen muss und die man sozusagen in den Gesetzen der Akademie festschreiben kann. Und dann gibt es sozusagen den Aberglauben und die Esoterik und die Spinnerei, die was Falsches glauben. In der Wissenschaft hat sie da schon seit Jahren einen großen Paradigmenwechsel gegeben. Ganz ein tolles Beispiel. Es gibt ja ein Portal Academia, ja, da wo Wissenschaftler aus aller Welt ihre Fachartikel hochstellen. Da gibt es mittlerweile weit über 40.000 Fachartikel aus renommierten Papers zum Bereich Astrologie. Ja. Vor allem aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive, ja. Aber immerhin, und ich kenne ja viele von diesen Koryphäen, die da sehr aktiv sind. Ich war ja längere Zeit am IKGF der Universität Erlangen tätig. Das ist das größte Forschungskolleg über die Geschichte der Vorhersage. Und viele von diesen Professoren und Doktoren und Experten, die beschäftigen sich ja durchaus privat mit der Astrologie sehr, sehr leidenschaftlich. Also dieses, es gibt nur eine Wahrheit und die Wissenschaft repräsentiert die, das wird sich komplett auflösen. Ja, und wir haben es ja schon gesehen während Corona. Ja. Einerseits war plötzlich jeder ein Experte. Ja. Ja, und auf der anderen Seite war aber plötzlich keiner mehr ein Experte. Ja, weil sogar das, was von den renommierten Institutionen kam, halt extrem fehleranfällig war. Das ist so ein Beispiel, wie sich das gerade total auflöst. Ja, diese Machtgefüge, diese Hierarchien aus der Erdepoche. Sehr die interessant. Ist eben pluralistisch. Ja, wir werden das am Schluss nochmal aufgreifen. Ne? Da wollten wir uns über das Thema Wahrheit und Fake News nochmal austauschen. Jetzt sind wir ja noch bei den Herausforderungen. Also wir haben jetzt über die Weltpolitik gesprochen. Wo siehst du noch Herausforderungen jetzt auch eben auf unsere Regierung zukommen? Genau, da möchte ich mir einfach mal auf die nächsten 3 bis 4 Jahre fokussieren, also bis 2025 grob. Dann werden wir, hatten wir das letzte Mal ja auch besprochen, alle so in der Mehrheit das Gefühl haben, dass wieder alles jetzt rund läuft und dass das neue Wirtschaftssystem sich eingespielt hat. Nachdem die Konjunktion, die Luftepoche auf 0 Grad Wassermann begonnen hat, ist natürlich ganz, ganz wichtig, wo der Uranus steht als Herrscher des Wassermanns. Ja. Und der pflügt ja momentan gerade den Stier um. Ja, da steht er im Exil, da ist er gar nicht gern, weil der Uranus steht eigentlich für Experimente, fürs Extravagante, für neue Ideen, für die Zukunft, ja, auch ganz stark für Technologien. Und der Stier ist ja ein sehr, sehr beharrliches Zeichen, das auch sehr konservativ ist, der gern irgendwie immer dieselbe Routine hätte und der auch sich mit am langsamsten bewegt, ist ja die fixe Erde. Ja. Und das Erste, was wir natürlich jetzt schon sehen, also wo der rein ist, das war erstens mal so der erste große Boom der Kryptowährungen. Ja, also Daten sind das neue Gold. Ja. Das eben früher Gold als Wertspeicher war, das ist jetzt mit einer extrem viel höheren Rendite Bitcoin und andere Kryptowährungen und aber klassischerweise Luftepoche mit einer irrsinnigen Volatilität. Ja, also man kann jetzt schon sehen, die Blockchain-Technologie, das ist definitiv eine der großen Zukunftstechnologien der nächsten 10 bis 20 Jahre, wo sehr, sehr viele gesellschaftliche Prozesse von demokratischen Abstimmungsverhältnissen bis hin zu, ja, dass man von Mensch zu Mensch direkt Verträge abschließen kann, ohne dass da noch irgendein teurer Notar oder eine Institution dazwischen hängt. Also das kann man jetzt schon sehen. Nur möchte ich auch davor warnen, jetzt deshalb blind irgendwelche Kryptowährungen zusammenzukaufen, weil werden da auch sehr oft den sogenannten Seifenblaseneffekt sehen, ja, den der Rüdiger Plantico ja sehr gut ausformuliert hat. Und zwar kann es dann durchaus sein, dass sogar eine renommierte Kryptowährung wie Bitcoin plötzlich von einem Tag auf den anderen implodiert. Ja, und da würde ich sagen, jetzt ab Ende des Jahres, ab Dezember, mussten wir da schon langsam alle Warnsignale dann auch wirklich sehr auf die Goldwaage legen, ja, um da auch vielleicht auch schnell die Flucht zu ergreifen, wenn es soweit wäre. Ja, kann sein, da kommen Regulierungen, da kommen ganz hohe Steuern auf Bitcoin und dann kann es sehr schnell implodieren. Ja, und dann kann es aber sehr schnell sein, dass plötzlich eine andere Kryptowährung, die in der zweiten Reihe steht, so wie Ethereum, vielleicht auch sogar Cardano oder Solana, dass die plötzlich dadurch, dass die halt viel, viel mehr sozialen Nutzen haben, dadurch, dass der Energieverbrauch extrem viel geringer ist, dass die dann plötzlich in 2, 3, 4 Jahren ganz vorne sind. Ja, Bitcoin hat ja, ich
bringe das ja auch immer im Wirtschaftsastrologie-Seminar, hat der ganz ein typisches Viertquadrantler-Horoskop. Ja, das sind immer die Vorreiter, die neue Kategorie aufreißen, aber wo dann oft erst der zweite oder der dritte dann langfristig die Marktführerschaft hat. Ja, Beispiel MySpace. Ja, genau. Kategorie aufgemacht und heute redet keiner mehr von denen. Heute redet jeder vom dritten, vierten, fünften, sprich von Facebook. Ja, genau. die dann halt im Grunde die Macht übernehmen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber klar, Gold, Edelmetalle, das stagniert alles, es hat jetzt langsam wieder, legt ein Rückwärtstempo ein, ja, aber die Kryptowährungen, die explodieren. Und ganz wichtig im Uranus im Stier, ja, das sehen wir jetzt auch schon, eine ganz, ganz ausgeprägte Rohstoffkrise. Mhm. Ja, eine Rohstoffkrise, die dazu führen wird, immer mehr, dass immer mehr Produkte, immer mehr Branchen überhaupt nicht mehr so weiterarbeiten können wie bislang. Ja, das heißt, im ersten Schritt, und das werden wir es in den nächsten ein, zwei Jahre ganz massiv sehen, heißt es, da brechen dann ganze Bereiche zusammen oder es wird dann so extrem viel teurer, dass sich es kaum noch jemand leisten kann. Auf der anderen Seite natürlich sind wir dann gezwungen, den Innovationsgeist walten zu lassen. Also sprich, mit ganz neuen Materialien, mit viel, viel ressourcenschonenderen Technologien im Grunde die gleichen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist halt auch was in dieser Sturm- und Drangzeit, in der Übergangszeit natürlich auch für den einen oder anderen Schmerz sorgen wird. Mhm. Aber uns dazu bringen wird, viel effektivere Technologien zu entwickeln, die weit, weit schonender mit unseren Ressourcen umgehen werden. Und du hattest hier noch ein Stichwort genannt, das scheint zum Beispiel eben auch für unsere Bundesregierung auch eine Herausforderung zu sein, Stichwort Immobilien. Mhm. Also Mieten, Mietendeckel, wie entwickelt sich das? Können wir das noch bezahlen? Können wir uns das Wohnen noch leisten? Das sind ja Riesenthemen, die im Raum stehen. Und Uranus im Stier halt. Stier ist ja Wohnen, also Immobilien. Ja, genau. Und ich meine, Ray, dein geschätzter Gatte hat es ja schon mal gesagt, der Uranus, wenn er reingeht ins Zeichen, dann sorgt er zuerst mal für einen irrsinnigen Preisanstieg und dann für einen Kollaps. Ja. Ja. Immobilien haben wir jetzt natürlich dasselbe Phänomen mit Uranus im Stier. Und da haben wir halt aktuell, also ich gehe davon aus, dass 2023, spätestens 2024, der Immobilienmarkt dann crashen wird. Ja, das kann man relativ stark davon ausgehen. Mhm. Und dass danach halt eben auch ganz neue Technologien im Bereich Bau und Wohnen Einzug halten werden. Ich habe ja da auch ein eigenes Video gemacht im Mai. Ja, wo man kann ich nur empfehlen. Auch, ja, Haus aus dem 3D-Druck beispielsweise, ja. Das dann aber mit ganz anderen Ressourcen plötzlich den Druck macht. Also bis hin zu einer Mischung aus Lehm und Stroh, ja, gibt es da wirklich schon Technologien, die das ganz klasse machen. Der Energieverbrauch ist ein Bruchteil, der Ressourcenverbrauch ist ein Bruchteil und vor allem, wir werden plötzlich ganz neue architektonische Möglichkeiten haben, Häuser zu bauen. Ja, also nicht mehr die gerade Linie, den Kubus, den Quader. Mhm. Das war Erdepoche, ganz klassische Architektur der Erdepoche, weil es halt mit den alten Erdtechnologien viel, viel billiger war, als jetzt Kurven oder Ellipsen oder Eier zu bauen. Aber das steht uns dann alles total offen zum selben Preis oder sogar viel, viel günstiger, beispielsweise mit dem 3D-Druck im Bau. Und was du eben gesagt hast, Mietdeckel oder ist in Berlin bei der Wahl, hat ja sogar eine Mehrheit für eine Enteignung sogar gestimmt. Ja. Ja. Also da merkt man, wie groß der Zorn eigentlich der Menschen ist gegen die halt hier alles zusammenkaufen und die Preise hochtreiben. Ja, da wird hoffentlich die neue Regierung auch drauf kommen, dass die ein Stück weit total selber dran schuld sind, ja, weil auf Kredit Immobilien zu kaufen, ja, und die zu vermieten, das ist leider Gottes in Deutschland, Österreich, das ist ein ganz exzellentes Steuersparmodell. Ja. So. Das heißt, man muss das Steuerrecht erstmal ändern, damit man dem eigentlich einen Riegel vorschieben kann. Es ist viel effektiver als irgendwelche Mietpreisbremsen oder Enteignungen. Mhm. Ja. Verstehe. Naja, und dann bringt uns, Stichwort Ressourcen, bringt uns natürlich zu eigentlich einem oder dem größten Problem oder der größten Herausforderung, die wir uns gegenüber sehen, eben dem Klimawandel. Ja. Und du hast aber erwähnt, dass auch das Klima sich in Luftepochen verändert. Ja, wenn man zurückschaut, der letzte Wandel, ja, der ja so im 12. Jahrhundert war, das war genau im Hochmittelalter, wo es in Europa auch
extrem warm war im Vergleich zum Jahrtausendeschnitt und wo dadurch Europa auch eine absolute kulturelle Hochblüte hatte. Ja. Mhm. Also Warmphasen waren für Europa eigentlich für die meisten Regionen eher sogar sehr, sehr prosperierende Zeiten. Kaltphasen waren immer eine harte Angelegenheit. Aber das heißt jetzt nicht, dass man sich auf den Klimawandel freuen soll. Ganz im Gegenteil. Die Klimatologen, die können sagen, wie sich bei welchem CO2-Ausstoß im Schnitt um den ganzen Globus die Durchschnittstemperatur verändern wird. Und das ist ja wirklich hoch prekär, was uns da gerade bei den konservativsten Szenarien sogar schon bis 2050 beziehungsweise bis 2100 bevorsteht. Aber es wird natürlich manche Regionen geben, da wird es vielleicht sogar in Afrika plötzlich lebenswerter sein. Ja, da wird es vielleicht sogar mehr regnen. Andere, die werden dann komplett veröden. Ja, wir sehen es ein bisschen jetzt auch schon, wenn man so Richtung Ostdeutschland da so Richtung Kontinent einwärts geht. Also da stehen uns irrsinnige Herausforderungen bevor, auch was Migration anlangt. Ja. Es sind ja auch immer so Wanderzeiten in der Luftepoche. Ah, ja. Sind die Menschen viel mobiler, ja, nicht nur flexibler, auch mobiler. Die packen schnell mal ihr Bündel und sind woanders. Ja, aber wir haben auch zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Chance, sowas gemeinsam als Menschheit auf einer technologischen Art und Weise zu lösen. Ja. Und das ist natürlich dann ein permanentes Work in Progress. Da kann man nicht sagen, jetzt ist es dann das Jahr 2030 und dann ist es ein für alle Mal gelöst. Da muss man natürlich dann immer weiter dranbleiben. Aber das wird echt ein Wachstumstreiber werden für die Weltwirtschaft. Also du bist da trotz Herausforderungen und trotz auch vieler Warnungen und düsterer Szenarien eigentlich optimistisch, dass wir das schaffen. Ja, also ich bin der Meinung und der festen Überzeugung, wir können das schaffen und es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als das jetzt konstruktiv und mit unserem menschlichen Erfindergeist anzugehen. Mhm. Ja. Und die Politik ist da halt gefordert, jetzt da allein von dem, was sie an Steuermöglichkeiten hat, da die richtigen Weichen zu stellen. Ja. Also es eben nicht durch, also klar, ein Stück weit wird es auch Einschränkungen geben müssen. Ganz ohne dem wird es nicht gehen. Ja. Ja. Aber bei dem, was wir alles dann an neuen Möglichkeiten der Luftepoche haben, wird es uns vielleicht da gar nicht so sehr fehlen, dass wir vielleicht keinen Schweinsbraten mit Sauerbraten mehr so oft am Tisch stehen haben. Ja, das passt eh ein Stück weit da mit dem kulturellen Wandel, den gerade die jungen Leute bringen, ja, ganz gut überein. Aber dass wir ein Stück weit zum Beispiel durch extreme Förderung und Abschreibmöglichkeiten im privaten Bereich, bei allem, was Umwelttechnologien ist, fördert. Ja, also das kann ein Staat mit diktieren oder sagen, wir schütten jetzt hier tonnenweise Digitalisierungsprämien aus. Im Grunde, man muss die eine Kompetenz haben, die Firmen, ja, die Wirtschaft, muss man da ein Stück weit halt da mehr freie Hand gewähren. Verstehe. Das würde ja dann so ein bisschen das stützen, was die FDP will und auch gesagt hat, ne? Dass die will das ja auch über Wirtschaftsanreize hinbekommen. Genau, ja, also darum sage ich ja, das wird jetzt spannend, weil Luftepoche, da schaffen wir Synthesen zwischen ganz verschiedenen Positionen. Ja, ja. Wenn man jetzt sagt, okay, FDP und Grüne, wo ja manche meinen, das wird gar nicht zusammenpassen, wenn die plötzlich so eine Synthese hinkriegen, das Beste aus beiden Welten, das wäre schon mal ein ganz guter Ansatz, ja. Okay, ja, sind wir gespannt. Der Wähler hat ja durchaus ein gewisses Interesse daran gezeigt. Na, ja, das wird noch sehr, sehr spannend. Also ich freue mich natürlich, dass du das trotz allem optimistisch siehst. Ich hatte dich gestern im Vorgespräch gefragt, weil du mal in einem anderen Beitrag einen ganz bestimmten Konstellationswechsel beschrieben hast und gesagt hast, wir befinden uns im Moment in so einer Hybrid-Technologie, also jetzt nicht wortwörtlich im Sinne von Hybrid-Autos, sondern Hybrid im Sinne von verschiedenste Sachen werden versucht, irgendwie miteinander zu vermischen. Es klappt alles noch nicht so richtig. Mhm. Und dann gibt es irgendwann einen Durchbruch. Und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir die wirklich coole Technologie gefunden, die uns echt weiterhilft. Aber das dauert noch ein bisschen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also so die ersten, genau, das hatten wir damals ja auch, wo wir uns da in Zürich Anfang 2020 beim letzten großen monumentalen Astrologiekongress getroffen haben. Ja, also das wird eben ab 2025 wird schon deutlich sichtbar sein, dass es in die richtige Richtung geht. Und dann im Lauf der 2030er Jahre wird es dann wirklich eine fundamental neue Technologie auch geben. Ja. Es wird in die Richtung gehen, dass man im Grunde Materie beliebig ineinander überführen kann. Ja. Ach, du also meinst in Richtung wie bei Raumschiff Enterprise, diese Nahrungs-, wie hießen die denn nochmal, wo die dann. Ja, wie der Replikator bei Raumschiff Enterprise. Genau. Das heißt,
Aktuell haben wir einen 3D-Drucker, da muss man dann Metall reinfüllen, wenn man vielleicht Schmuck ausdrucken will, oder muss einen Zuckerguss reinmachen, wenn man eine Hochzeitstorte ausdruckt und so weiter. Und dann wird im Grunde aus einer, vielleicht so einer Art Universalsubstanz, wird man dann im Grunde fast alles ausdrucken können. Also das ist für mich so ganz ein heißer Tipp, was so das nächste große Ding ist. Also das heißt, wo eine ganz steile These, großartig. Ja, also wo Materie und Geist plötzlich beliebig ineinander übergeht, ja, was ja wieder zur Luftepoche passt. Ja. Jede Materie ist Geist und der Bauplan, der Abstrakte aus der Luftsphäre, den kann man beliebig dann halt in die Materie reinbringen. Ja, das wird in den 2030ern, es wird so in diese Richtung dann gehen, ja. Großartig, denn die anderen Sachen aus Raumschiff Enterprise, Überlichtgeschwindigkeit, Warp-Antrieb und so, das ist ja im Moment noch nicht so im Gespräch, aber Beamen, ja, also das würde dann um 2100 sehen. Ah, verstehe. Ja. Also Star Trek ist ja ganz stark im Innovationszyklus eingebettet. Ah ja. Die erste Strahlung, und deshalb haben die auch so viele Technologien ja vorweggenommen. Ja. Das Handy, das ist der Kommunikator, also einiges gibt es ja schon. Ja. Einiges gibt es schon, ja, genau. Muss ich mich wieder mal als bekennender Trekkie outen. Ja, also jetzt wir sind jetzt sozusagen von den Herausforderungen schon so ganz langsam in die Chancen hineingeglitten, ne? Weil was du jetzt gerade beschrieben hast, es wäre ja eine ganz große Chance. Und genau, damit wären wir jetzt bei dem Teil, wo wir schauen wollten, was haben wir für Chancen? Also in der Klimatechnologie hast du ja schon eben angesprochen. Gibt es sonst noch eine Klimatechnologie, die du im Kopf hast, wenn du an die Chancen denkst? Ja, also im Grunde, du hattest ja angesprochen den Begriff, den ich da damals erwähnt hatte, die Hybridtechnologien. Ja? Alles, was wir momentan haben mit Solar und Elektro und so weiter, das sind klassische Hybridtechnologien. Das ist schon deutlich leiser und umweltfreundlicher als die Verbrennungsmotoren, aber es ist eigentlich nur ein Schritt zur nächsten Technologie. Ja? Also Wasserstoff geht ja leider auch so ein bisschen in die Richtung, aber da wird man dann eben auch in den 2030er Jahren nochmal was Neues finden. Das ist dann so sauber und so leise wie Elektro, aber hat eben auch nicht versteckt diesen Ressourcenverbrauch dann mit drinnen. Eben, ja. Elektro ist eben auch mit dieser neuen Energieform dann zusammenhängen. Ja, ja klar, das kann man dafür, das kann man ja dann dafür auch benutzen. Genau. Okay. Ja, okay, und die Chancen halt, wenn wir jetzt natürlich schauen, allein in den Monaten, seit die Luftepoche losgegangen ist, ja. Also vor 2 Jahren, ich weiß, ich hatte mit vielen Klienten immer die Diskussion, wenn ihr junge Leute kriegen wollt, ihr müsst denen halt auch ein Stück weit eine Flexibilität anbieten am Arbeitsplatz, ihr müsst halt denen mal 2-3 Tage Homeoffice in der Woche zugestehen. Und es war für 90% ein absolutes Tabu. Ja, die arbeiten dann nichts mehr, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr und so weiter. Also typisch alte Erdepoche. Und jetzt über Nacht durch Corona ist jetzt im Grunde das Homeoffice Standard worden. Man sieht natürlich, das kann nicht ausschließlich sein, am besten ist es so eine Mischung, also da sind wir wieder beim Hybrid-Thema. Ja. Also dass man vielleicht sagt, 2 Tage in der Woche kann man Homeoffice machen und 2 sollten vielleicht hier sein und beim dritten, das läuft flexibel. Ja, also das ist ja schon was, wo jeder von uns plötzlich diese Flexibilität, also die meisten von uns, diese Flexibilität der Luftepoche total im Privatleben jetzt schon spüren. Ja. Das Zweite, was natürlich auch so ein bisschen ambivalent ist, es hat natürlich auch den Online-Konsum bei fast allen von uns nochmal extrem nach oben geschraubt. Ja. Also dieses Stereotyp, jeder guckt nur in sein Handy rein, das war ja davor schon so ein beliebtes Meme. Aber seit den Lockdowns ist das halt auch schon bei jedem Opa so, ja, und auch bei jedem Grundschüler so. Also 2 Bevölkerungsschichten, die da vorher noch so ein bisschen da ausgeklammert waren. Und ja, also das ist jetzt die nächste Herausforderung, aber Chance. Ja. Also das heißt, Bildungssystem, digitales Lernen, Hybrid zwischen digital und analog. Ja, und da ist auch wirklich eine Medienkompetenz zu lernen und zu lehren. Ja. Und den ganzen Bereich der Digitalisierung nach vorne zu bringen, das ist ja auch was, wo Deutschland als klassischer Sieger der Erdepoche ein riesen Transformationsproblem hat. Alles, was während Corona massiv sein Geschäft erweitern konnte, das war fast ausschließlich digitale Geschäftsmodelle, Online-Business. Und da hat es eben bei der letzten Konjunktion der alten Erdepoche im Jahr 2000, 2001, bis dahin war ja Deutschland bei der Digitalisierung echt gut dabei. Ja? Und es ist ja viel Investment Capital da reingeflossen. Und dann war eben das Platzen der New Economy Blase
Und dann hat das ganze Kapital aus Deutschland sofort fluchtartig wieder die New Economy verlassen und gesagt, ja, da sieht man es mal wieder, das ist nur eine Spielerei und das ist eigentlich nur ein Unsinn und da wird man nie damit Geld verdienen können. Und das ganze Geld ist dann zurückgewandert in die klassischen Medienbetriebe, ja, Print und Fernsehen und natürlich auch vor allem Bereiche wie Automobil, ja, aber auch Maschinenbau und so weiter. Und das war dann 20 Jahre der Segen von Deutschland und jetzt ist es halt in kürzester Zeit wurde das zum Fluch von Deutschland, ja. In Deutschland ist halt digital Lichtjahre abgehängt ist, also jeder, der Kinder hat, konnte zusammenschlagen mit diesem erbärmlichen Homeschooling, das wir hatten, das zum Glück einige wenige sehr, sehr engagierte Lehrer wirklich dann durch ihren persönlichen Einsatz ein Stück weit da wieder rausreißen konnten, aber vom Bildungssystem selbst, das war natürlich schon ein Trauerspiel, was da gekommen ist, trotz dieser Milliardenbudgets. Ja. Und das ist jetzt die nächste Chance, die wir haben, also Digitalisierung nach vorn zu bringen, gerade in Form der digitalen Ausbildung, des digitalen Lernens, aber verbunden mit einer Medienkompetenz. Ja, dass die Kinder da nicht in der Grundschule schon nur noch am Tablet kleben, sondern da eine gesunde Balance auch für sich entwickeln können. Ja. Und eben für die deutsche Wirtschaft, wo dann sozusagen eine Mischung aus Erde und Luft da doch wieder ganz gut passen kann. Das ist der ganze Bereich Industrie 4.0, ja, also vollkommen durchautomatisierte Produktion. Da muss man auf einer Seite natürlich ganz, ganz gut sozusagen im Maschinenbau sein, um überhaupt mal diese Apparate aufzubauen, aber man muss ja extrem gut sein in der Steuerung, ja, also sprich in der Programmierung und das ist dann der Luftanteil, ja. Also über diesen Weg könnte Deutschland dann doch wirtschaftlich gut die Kurve kriegen. Also meinst du, Deutschland könnte sich zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz noch gut etablieren? Da ist Deutschland leider schon sehr, sehr spät dran und natürlich gerade durch den Datenschutz sind da fast die Hände gebunden. Ja, das ist so wie fast wie ein Einbeiniger, der bei der Olympiade Marathon mitlaufen soll. Da muss sich natürlich davor noch ganz viel anderes ändern an Rahmenbedingungen. Aber eben, wie gesagt, Industrie 4.0, also wie man sozusagen Materie und Geist, also Erde und Luft in Form von Produktionssteuerung verbindet da Deutschland schon noch sehr gute Karten, ja. Ja, aber dann vielleicht ja sogar auch bei dieser Supertechnologie, die du angesprochen hast in den 2030er Jahren. Ja, genau, wer weiß. Ist ja auch um Materie und Geist. Ja, da kann ich ja wieder mal nur hoffen, dass ein paar Leute aus Wirtschaft und Technik den Weg zu dir finden. Ja, keine Sorge, da gibt es einige, also gerade die Entscheidungsträger in Politik, aber Wirtschaft, die sind der Astrologie gegenüber weitaus offener, als man landläufig glauben würde. Ja, und das ist ja eben leider noch immer noch so, dass diese das dann oft nicht zugeben. Ne? Weil sie eben, manche gehen offen damit um, manche halten es lieber privat, das ist ja beides legitim. Ja, aber das ist schon mal gut zu wissen. Ja, was mir noch einfiel oder auffiel, auch im Zusammenhang mit dem sozialen Anteil, ich habe vor kurzem einen Bericht gehört, dass es jetzt in Deutschland eine groß angelegte Studie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen kommt. Das bedeutet, dass die tatsächlich eine Anzahl von Leuten, also 100 oder so, also jetzt auch nicht zu viel, aber schon genug, um eben Studiendaten erheben zu können, jetzt wirklich mal für eine Weile mit dem Grundeinkommen ausstatten wollen, weil sie wissen wollen, das ist ja immer wieder das Thema, die Gegner sagen, ach, die Leute machen dann nichts mehr und die Befürworter sagen dann, nee, die machen dann erst recht was, weil sie nämlich, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, nicht so viel Energie damit verschwenden müssen, das bei Ämtern ständig anzumelden oder dann wird das wieder weggenommen, wenn man dann einen anderen Job hat und so, die werden dann erst recht was machen. Und das will man also jetzt endlich mal in einer Studie verifizieren, was ich sehr interessant finde, sozusagen als ersten Schritt auf dem Weg dahin. Genau, da sieht man diese Flexibilisierung der Luftepoche ganz, ganz stark. Es wird natürlich beides geben, ja, die das voll kreativ nutzen. Und dann wird es aber natürlich auch wieder so ein Prekariat geben. Aber das gibt es ja jetzt auch schon. Anwaltsspielen verbringen, also das wird es natürlich immer beides geben. Ja. Aber grundsätzlich, erstens hatten wir jetzt ja schon das bedingungslose Grundeinkommen während den Lockdown-Zeiten. Ja, wo muss man das nicht zurückzahlen? Muss man teilweise was bedingungslos, teilweise muss man es zurückzahlen. Das kriegt sich niemand so richtig aus. Aber es wird nichts daran vorbeiführen. Also 2025, denke ich, da wird es eine ganz, ganz große Mehrheit haben, weil ja unsere wirtschaftlichen Lebensumstände sich so schnell ändern. Und weil es ja nicht mehr diese klassischen Karrierewege gibt wie früher in der Erdepoche, wo das sehr linear und berechenbar war. Das heißt, man hat eigentlich gar keine andere Wahl mehr als Staat, als zu sagen, okay, es wird halt ein Minimum garantiert und den Rest muss jeder selber schauen, weil es einfach Millionen verschiedene Wege und Möglichkeiten gibt. Ja, das kriegt man ja sonst gar nicht mehr abgebildet.
ohne jetzt einen gigantisch aufgeblähten bürokratischen Apparat. Ja. Und das wird Ihnen dann um 2025 herum spätestens keiner mehr wollen. Ja. Das heißt, da wird sein, hier habt ihr die Freiheit, hier habt ihr die Eigenverantwortung, hier habt ihr dieses Minimum, das heißt dann sicher nicht bedingungsloses Grundeinkommen, das wird man dann irgendwie anders nennen. Das heißt, da gibt es eine Grundsicherheit, aber für den Rest ist ja jeder wieder eigenverantwortlich. Ja. Also da kann man davon ausgehen, dass das auch so ein nächster großer Schritt in der Politik sein wird in vielen, vielen Ländern. Das würde ja dann auch wirklich zur Luftepoche passen, ne? Die Eigenverantwortlichkeit und auch die Entschlackung der Bürokratie. Ne? Das ist ja auch, Bürokratie ist ja was Erdepoche-mäßiges, ne? Ja, so wie ich dich verstanden habe. Mhm. Genau, also es ist ja preußische Militärstaat, ja. Wo alles wirklich beniebelt durchorganisiert und durchgeplant ist. Das ist natürlich in einer Erdepoche, das ist ein absoluter Startvorteil. Ja? Aber in einer Luftepoche wird es dann plötzlich zum Hemmschuh. Mhm. Ja. Ja, da hat Deutschland einiges nachzuholen. Ja. Ja. Ja, dann hatten wir ja jetzt noch dieses Thema, was ich auch so ein bisschen vor der Brust habe, weil ich mich, da merke ich, dass ich mich als Steinbock wirklich schwer damit tue, nämlich eben das Thema Wandel der Objektivität und Wahrheit. Ja, ja. Das treibt mich stark um, ne? Wahrheit und Fake News, und da sind ja nun große Entwicklungen im Gange, und ich merke voll, habe ich auch gestern im Vorgespräch mit dir gemerkt, aha, da bin ich, und das, obwohl ich drei Planeten inklusive Denkplanet Merkur im Wassermann habe, bin ich doch eben der Meinung, dass es nach wie vor unumstößliche Wahrheiten gibt, und ich möchte nicht, dass mir irgendeiner mit einer aus der Luft gegriffenen Behauptung was anderes erzählt und es ihm aufgrund irgendwelcher Netzwerke gelingt, Millionen von Leuten hinter sich zu bringen. Dabei ist es wirklich, wirklich eine Luftnummer und basiert eben nicht auf Tatsachen. Damit habe ich persönlich als Steinbock ein Problem. Ja, also in der Wissenschaftstheorie, in der sogenannten Methodologie, da gab es ja schon seit den 1960er Jahren, hat Thomas Kuhn ein bahnbrechendes Werk geschrieben, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, wo er damals schon gezeigt hat, wie sehr eigentlich die meisten wissenschaftlichen Modelle und Paradigmen, also Paradigma ist immer so ein Wahrheitssystem, ein Glaubenssystem, wie sehr die eigentlich relativ und subjektiv sind, und jede Zeit und ja, jeder Wissensbereich glaubt dann wieder, jetzt haben wir endlich die Wahrheit gefunden, und nach ein paar Jahrzehnten oder nach ein paar Jahrhunderten muss man es dann doch wieder alles ganz anders sehen. Ja, das betrifft jetzt nicht so wirklich so Dinge, im Konstruktivismus nennt man das ja Wirklichkeit erster Ordnung, ja, sind jetzt hier gerade zwei Personen am Monitor oder sind es fünf, ja, selbst darüber kann man streiten, aber zum Glück die meisten Menschen machen es nicht, ja. Sondern es ist eher die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Also sprich, okay, die Menschen, die wir hier am Bildschirm sehen, reden jetzt was Sinnvolles oder reden jetzt einen Unsinn. Ja. Genau. Deutungshoheit. Ja, und das ändert sich jetzt ganz, ganz radikal. Ja, also dass wirklich mehr, es gibt nicht mehr die eine objektive Wahrheit und richtig oder falsch, ja, oder die Wissenschaft, die Dinge weiß, und dann vielleicht die Esoterik oder der Aberglaube, die alles falsch sieht, ja, sondern das ist im Grunde ein ganz bunter Blumenstrauß, wo jeder Mensch sich sozusagen seine eigene Wahrheit zusammenzimmern kann. Ja, und heute ist kein Widerspruch mehr, wenn jetzt ein Physikprofessor vielleicht Yoga macht und irgendeiner fernöstlichen Lebensweisheit nachhängt. Ja, das lässt sich ganz für die Menschen im Grunde scheinbar widerspruchsfrei verbinden, beziehungsweise der Widerspruch lässt sich aushalten. Jeder findet da so sein eigenes persönliches Bündel, das dann seine Wahrheit ist, zumindest mal für eine gewisse Zeit. Und das ist ja auch die große Herausforderung. Ja, da habe ich jetzt nochmal diese Grafik vorbereitet, die wir auch schon hatten, ja, weil es ja ganz, ganz wichtig ist, um den Unterschied hier zu skizzieren. Oh, es ist da die Grafik gerade raus, ja, die Beweglichkeit der Luftepoche. Ja, weil im Grunde, das sieht man aus diesem Wechselspiel vom Saturn-Pluto-Zyklus und dem Jupiter-Saturn-Zyklus. Saturn-Pluto, der steht ja immer sozusagen für die Machtsysteme und auch für die persönlichen Denksysteme, was uns Halt gibt und was uns Orientierung gibt in unserem Leben. Ja, also sprich die Art und Weise, wie wir denken. Jupiter-Saturn hingegen, es ist die kulturelle Mentalität, das, was uns gesellschaftlich umgibt. Ja, und wenn man jetzt schaut, seit dem Jahr 2000, ja, da hatten wir den Saturn-Pluto, der war ja in der Waage. Das heißt, vom Denken her irrsinnig locker, beweglich, volatil.
weil im Außen Jupiter Saturn war ja damals im Stier ab dem Jahr 2000, weil das äußere Umfeld eh sehr rigide war. Ja, das heißt, da musste man sehr kreativ sein im Denken und sehr wendig sein im Denken, um irgendwo in diesem sehr starren Umfeld dann doch noch so sein Mäuseloch, sein Nadelöhr zu finden, um so ein bisschen seinen Weg zu machen. Und jetzt eben seit 2020 ist es radikal anders. Ja, plötzlich ist der Saturn Pluto in den Erdzeichen und das Umfeld ist in den Luftzeichen. Ja, also das heißt, plötzlich ist das Umfeld nicht mehr rigide und starr und hierarchisch. Ja, klar, mit einer gewissen Sicherheit, aber auch mit einer sehr starken Berechenbarkeit. Plötzlich ist das Umfeld total beweglich, total veränderlich. Man kann eigentlich gar nicht mehr auf lange Zeit planen, sondern man muss immer mehr auf Sicht fahren. Ja? Und im Umfeld bieten sich ja plötzlich hunderttausende Möglichkeiten, was wir alles mit unseren Talenten, was wir alles mit unserer Zeit machen könnten. Ja? Und wenn man jetzt im alten Denken bleibt, ja, das ja sehr beweglich war, das war früher so ein Erfolgsrezept. Ja? Und dann wäre man Innenluft und Außenluft, dann ist natürlich die Gefahr der Zersplitterung und der Verzettelung irrsinnig groß. Ja? Dann fängt man jeden Tag 10 neue Dinge an und bringt 20ern immer noch nichts zu Ende. Ja? Und deshalb ist das neue persönliche Erfolgsrezept, also für uns persönlich als Menschen in der Luftepoche, für die nächsten 30 Jahre, das ist wirklich im Denken für uns stringent zu sein, konsequent zu sein, beharrlich zu sein, uns unsere Ziele zu stecken, unsere persönlichen, wohl wissend, dass das im Grunde relativ und subjektiv ist, aber die uns zu stecken, um uns dann aus diesem bunten Blumenstrauß der Möglichkeiten der Luftepoche die richtigen Dinge dafür zusammenzusuchen. Ja? Und dann kann man in der Luftepoche extrem gut navigieren, wenn man schafft, sozusagen seinen Reizfilter des Gehirns, ja, wirklich genau zu überlegen, was lasse ich in mein Gehirn und was lasse ich da nicht rein. Ja? Weil wenn man dann alles reinlässt und wenn man vielleicht jeden Tag damit verbringt, 20 YouTube-Videos zu schauen und jeder sagt was anders und jeder hat irgendwie was für sich, dann wird man da heillos sozusagen sich verlaufen in der Luftepoche. Wenn man aber sagt, nee, das und das, also die 2, 3 großen Visionen, das sind meine Ziele für die nächsten 2, 3 oder 10 Jahre, dann ist es plötzlich ein irrsinnig fruchtbares Ambiente, wo man wirklich dann aus 1000 Möglichkeiten sich sozusagen seinen Korb zusammenstellen kann. Ja. Das heißt, stringent im Denken, weil das Umfeld beweglich ist. Okay, aber das ist ja natürlich auch, das ist jetzt die positive Deutung. Aber wenn ich jetzt hier sehe, Saturn, Pluto im Kopf, dann denke ich natürlich auch eben daran, dass sich Leute leider auch im Kopf radikalisieren und dann überhaupt nicht mehr zugänglich sind für die Argumente anderer. Also was im Moment ja auffällt, ist, dass wir Schwierigkeiten haben, einen Diskurs zu führen. Also irgendwie halten die Leute es nicht mehr aus, dass jemand anderer Meinung ist, sondern schreien sich sozusagen gegenseitig nieder. Ja? Und wenn jemand mit einer anderen Meinung konfrontiert wird, denkt er gleich, er würde jetzt mundtot gemacht. Dabei geht es eigentlich nur darum, mal beiden Seiten argumentativ zuzuhören. Das sehe ich da auch so ein bisschen drin in diesem Bild. Total, da hast du vollkommen recht. Ja? Also das ist natürlich die Schattenseite von dieser Konstellation, die wir auf der rechten Seite sehen. Ja? Ja. Die extreme Engstirnigkeit, Borniertheit, eine extrem verengte Weltsicht, ein extremes sozusagen fast Gefangensein in der eigenen Filterblase, in der eigenen Meinungsblase. Und dann hat man die Scheuklappen, dann wird der Saturn Pluto im Kopf, dann wird er zu den absoluten Scheuklappen, die verhindern, dass wir all diese Möglichkeiten der Luftepoche überhaupt wahrnehmen können. Ja. Mhm. Das ist die große Gefahr dabei. Genau, aber wie werden wir jetzt damit fertig? Ja, also indem wir eher für uns tagtäglich dann arbeiten, eher dann das Erstere, die positive Sicht in unserem Leben zu etablieren und natürlich auch tagtäglich, man muss ja da tagtäglich dann auch darum kämpfen, dass es auch so bleibt. Ja, das heißt, sich wirklich seine Lebensvisionen stellen. Also Punkt 1, wer bin ich, was sind meine Talente, was sind meine Stärken, wie mache ich daraus meine persönlichen Ziele, ja, vor allem natürlich auch beruflich, aber auch privat, ja, also das heißt die Lebensziele und die erreiche ich die Schritt für Schritt, ja, und dann kann man systematisch aus all dem bunten Strauß der Luftepoche sich die passenden Instrumente dafür raussuchen. Ja, und das bleibt jedem von uns selber überlassen, ob wir dann in dieser Luftepoche, ob das für uns dann bedrohlich ist und verstörend und chaotisch, das wäre eben der erste Fall mit den Scheuklappen, oder ob das plötzlich der Raum der ungeahnten Möglichkeiten wird. Ja, das ist unsere Willens,
Freiheit, welche Sicht davon wir einnehmen. Da muss ich eben auch sagen, dass ich da merke, dass ich da auch gefordert bin als Steinbock. Also fand es jetzt gut, dass du sagst, Wirklichkeit ersten Grades und zweiten Grades. Da haben wir uns gestern auch im Vorgespräch darüber unterhalten. Ja. Ich habe gesagt, komm, es gibt Wahrheiten, die kann ich mir nicht aussuchen. Wahrheit ist, ich kann nicht fliegen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, das ist eine Fake News, dass der Mensch nicht fliegen kann und einfach mal vom Hochhaus springen. Ich meine, kann jeder gerne mal versuchen, aber dann wird er voll mit der Wirklichkeit ersten Grades konfrontiert. Ne? Das ist einfach Physik. Genau. Fertig. Aber jetzt zum Beispiel schon bei solchen Sachen wie, dass es doch wirklich heutzutage Leute gibt, die ernsthaft behaupten, die Erde wäre eine Scheibe. Und du kannst mit denen diskutieren, wie du willst. Die sind einfach... Da kommst du nicht ran, da hast du keine Chance. Wo ich dann als Wassermann natürlich jetzt auch, der Wassermann sagt ja dann auch, oh mein Gott, wie heißt das? Herr, lass Geist vom Himmel regnen. Weißt du so, es gibt wirklich schon Sachen, die gehen in die Wirklichkeit erster Ordnung, die einfach von bestimmten Menschen bestritten werden und die finden auch jede Menge andere Leute, die bereit sind, diese komische Weltsicht mit ihnen zu teilen. Und da bin ich raus. Also ich meine, da stehe ich davor wie der Ochs vom Berg und denke, das gibt's doch nicht. Ja klar, da muss natürlich dann die Gesetzgebung schauen, wenn es dann gefährlich für andere wird. Das ja, meine ich eben, wenn es gefährlich für andere wird. Ja. Aber klar, grundsätzlich gibt es ja da die verschiedensten Möglichkeiten, abstruse Weltsichten zu entwickeln. Und das ist dann das Zweite, was für einen persönlich wichtig ist. Halte ich mich dann viel Zeit damit auf, solche Diskussionen einzugehen oder sage einfach, okay, die gibt es halt auch. Ja. Ich konzentriere mich aber lieber auf das, was ich selber in meinem Leben positiv gestalten kann. Ja, ja genau. Das, ist ganz, das heißt, man muss da immer wieder ausblenden können dann. Ja, ja. Das ist halt ganz wichtig. Und gerade gut, dieses Beispiel, diese Menschen sind zum Beispiel meistens extrem harmlos. Also über die bräuchte ich mich im Grunde gar nicht aufzuregen. Es gibt andere, die sind eben gefährlich, weil sie einfach andere zu Straftaten anstiften und wirklich eben diese bürgerkriegsartigen Zustände vorantreiben. Und da, finde ich, hört der Spaß auf. Und da frage ich mich eben, warum, wo bleibt der Wassermann? Wo bleibt das Wassermann-Zeitalter der Toleranz? Dass man einfach sagt, okay, du bist der Meinung, ich bin der Meinung. Und da muss man sich ja jetzt nicht gegenseitig gleich als Lügner bezichtigen. Das muss man erstmal aushalten. Da muss man vielleicht mal einfach drüber nachdenken. Ja, genau. Also der Wasserzeichen in seiner kultivierten, erlösten Form ist ja die Toleranz, ja, und das Verbliebene. Ja. Aber natürlich in seiner verdrängten, in seiner jugendlich ungestümen Form ist das natürlich eine totale Spaltung gleichzeitig. Ja. Ja, und jetzt sind wir halt in der Sturm- und Drangzeit der Luftepoche, wo nicht einfach viel von dem jugendlichen Wassermann zu sehen ist. Ja. Das ist halt dann sehr stark die Spaltung und die Zwietracht, ja, und das Anderssein um des Andersseins willen. Ja. Das wird natürlich auch dann, je mehr wir als Gesellschaft, als Menschheit lernen, jetzt in der Luftepoche zu navigieren, desto mehr werden wir dann auch die kultivierten Ausprägungsformen erleben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Denn die kultivierte Form und die erlöste und die entwickelte Form des Wassermanns ist eben Toleranz. Toleranz und, wie ich als Trekkie-Fan immer sage, wie sollen wir je in die Föderation der Planeten aufgenommen werden, wenn wir es nicht mal schaffen, hier auf der Erde in Frieden miteinander zu leben? So haben wir keine Chance. Genau, ja, aber ich denke, trotz all der Rückschläge, wenn man sich die Geschichte anschaut, wir sind da doch auf einem guten Weg hin. Ach schön, das freut mich. Das freut mich sehr zu hören von einem so brillanten Zukunftsforscher wie dir. Ja, schön. Dann sind wir jetzt am Ende angekommen, haben wir es jetzt rund gekriegt. Es war wieder ein sehr, sehr gehaltvolles, schönes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch, ihr Lieben, macht es auch Freude. Und weitere Infos und Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und Christoph und ich werden uns sicherlich auch bald wieder verabreden, um über die Zukunft zu sprechen. Das erfahrt ihr dann rechtzeitig. Genau. Danke dir, Antonia, ganz herzlich für dieses tolle, sehr inspirierende Gespräch. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann bald wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns natürlich auch, wenn ihr wollt, in der Meisterklasse oder ihr seht euch mit Christoph in seinem Wirtschaftskurs oder nächstes Jahr in unseren Kursen. Also wir sind für euch da. Alles Gute und habt eine gute Zeit und kommt weiterhin gut klar. Alles Gute mit den Sternen in der Luftepoche.